Flatmöbel. In der modernen Welt ist ein deutlicher Trend in einer effektiven Nutzung des Raums zu erkennen. Das betrifft natürlich nicht nur die Wohnfläche. Die Miete kleiner Geschäftsräume ist für viele Unternehmen eine Möglichkeit, die Kosten zu senken. Dabei brauchen die Mitarbeiter gleichzeitig keine Unannehmlichkeiten zu erleiden, sondern können ganz einfach solche interessante Möbel verwenden. Dieser gewöhnliche Tisch verwandelt sich dank eines Hebemechanismus in Sekundenschnelle von einem einfachen Arbeitsplatz in eine Station zur Durchführung von Konferenzen. Dabei handelt es sich um eine elektrisch verstellbare Konstruktion, die über an der Vorderseite angebrachte Taste gesteuert werden kann. Diese und viele andere platzsparende Möbel bietet das moldauische Unternehmen Flat an. Hier ist zum Beispiel ein Transformerbett. Die Besonderheit dieses Bettes besteht darin, dass es eine Reihe äußerst nützlicher Funktionen ausführt. Erstens ist es natürlich ein Schlafplatz und zweitens ist es ein bequemes Sofa, das tagsüber Platz bietet, wenn das Bett nicht benötigt wird. Und die dritte nicht weniger wichtige Funktion ist das Aufbewahren von persönlichen Sachen und Gegenständen. Und das nicht gerade an den offensichtlichen Stellen. Da das Bett in einen großen Schrank eingebaut ist, befindet sich direkt unter der Decke eine schmale, aber recht geräumige Nische. Darüber hinaus kann man auch unter der Couch Sachen aufbewahren. Eine der Schranktüren kann übrigens sogar in einer horizontalen Position fixiert und als kleiner Tisch genutzt werden. Das letzte interessante Möbelstück von Flat, das wir euch heute zeigen werden, wurde extra für kleine Küchen entworfen. Schließlich gibt es nicht in jeder Wohnung genug Platz für einen breiten Esstisch. Deshalb ist ein Transformationstisch die perfekte Option. Dabei kann der Tisch in der Kücheninsel aufbewahrt werden und wird keinen zusätzlichen Platz einnehmen, wenn dies nicht nötig ist. Gleichzeitig kann der Tisch in nur wenigen Minuten wieder auseinandergebaut werden. Man braucht nur das Gestell auseinanderzuziehen und dann die Tischplatte aufzusetzen. Spaceman Möbel. Heute beschäftigt sich bereits eine große Anzahl von Unternehmen mit der Herstellung von möglichst platzsparenden Möbeln. Das, was ihr gerade auf den Bildschirmen seht, ist eine weitere Bestätigung dafür. In diesem Fall handelt es sich um Möbel eines Möbelunternehmens Spaceman aus Singapur. Ein Bett, das sich in Sekundenschnelle in ein Sofa verwandelt, haben wir euch heute bereits gezeigt. In diesem Fall verwandelt sich das Bett in eine Wand unter dem Fernseher. Eine interessante Besonderheit dieses verwandelbaren Möbelstücks ist das Schienensystem, mit dem es sich um die eigene Achse drehen kann. In diesem Fall lässt sich ein Couchtisch zu einem vollwertigen, geräumigen Esstisch verwandeln. Dank speziell verstellbaren Beinen kann zunächst einmal die Höhe eingestellt werden. Anschließend kann die Tischplatte auseinandergebaut werden, wo sich ein weiteres Element befindet. Dieses Möbelstück eignet sich perfekt für Personen, die ständig Gäste empfangen, die über Nacht bleiben. Dabei handelt es sich um eine Couch, die nicht nur einen, sondern ganze zwei voneinander getrennte Liegeplätze bietet. Der Hersteller hat sich sogar um eine Leiter gekümmert, mit deren Hilfe man auf das oben befindliche Bett gelangen kann. Dank einem speziellen Schlüssel, der alle Konstruktionselemente zuverlässig fixiert, ist das Schlafen in solch einem Hochbett dennoch vollkommen sicher. Milano Smart Living Möbel. Was auf den ersten Blick wie eine schicke TV-Konsole oder ein Schrank zur Aufbewahrung von persönlichen Sachen aussieht, entpuppt sich am Ende als ein kompliziertes Einzelbett. Dabei besteht das Möbelstück aus drei wichtigen Elementen. Das erste ist ein Fach, in dem sich das zusammengeklappte Bett befindet.
Das zweite ist ein Seitenfach zur Aufbewahrung von Kissen. Und das dritte ist ein horizontales Regal, das als Nachttisch dient. Wozu sollte man seine Zeit dafür verschwenden, um das Bett zusammen und auseinander zu klappen, wenn man es ganz einfach hoch an die Decke heben kann? Unserer Meinung nach ist die Konstruktion, die ihr jetzt auf euren Bildschirmen seht, unglaublich praktisch. In diesem Fall braucht man überhaupt keine Anstrengung zu unternehmen. Man kann einfach einen Knopf betätigen und das Bett wird mit Hilfe vertikaler Führungen hoch und herunter gefahren. Wenn dieses Möbelstück als Sofa verwendet wird, werdet ihr es niemals erraten, dass hinter ihm ein vollwertiges Bett hintersteckt, das nur mit wenigen Bewegungen und ohne besonderen körperlichen Aufwand ausgeklappt werden kann. Schaut euch dabei die durchdachte Konstruktion des Bettes an. Direkt davor befindet sich ein Couchtisch, der nicht einmal weggetragen werden muss. Grund dafür ist die niedrigere Höhe als die des Bettes. Werle Küchenmöbel. Wir haben heute kaum über Küchenmöbel gesprochen. Es ist an der Zeit, dies zu ändern. Das polnische Unternehmen Werle Küchen spezialisiert sich auf die Herstellung von Küchenmöbeln. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine ganze Reihe von Lösungen für eine effektive Raumnutzung entwickelt. So kann zum Beispiel die Steckdosenleiste direkt in der Arbeitsplatte untergebracht werden. Diese Lösung macht Steckdosen noch zugänglicher und bequemer. Darüber hinaus wird auf diese Art und Weise ihre Wartung vereinfacht. In solch einem Zustand werden die Steckdosen fast überhaupt nicht verschmutzt. Außerdem können sie auch zum Aufladen von Geräten verwendet werden, darunter auch drahtlos. Die ausfahrbare Schublade im Küchenschrank erhöht den Bedienkomfort erheblich. In diesem Fall brachte der Hersteller einen ausklappbaren Tisch in einer Schublade unter der Arbeitsplatte unter. Dies eignet sich perfekt für ein schnelles Frühstück oder wenn es einfach keinen separaten Esstisch gibt. In dieser Schublade wurde ein klappbarer Allesschneider untergebracht, der in seiner üblichen Form viel Platz einnehmen würde. Großgeräte wie zum Beispiel eine Mikrowelle können ebenfalls in einem Schrank untergebracht werden. Auch enge Küchenschubladen können sehr nützlich sein. Werle Küchen bieten darin Flaschen, Gläser, Handtücher, Backbleche und vieles mehr aufzubewahren. D-Table-Tisch. Das letzte Möbelstück, das wir euch heute präsentieren möchten, ist ein ehrgeiziges Projekt, das vom Londoner Designstudio D-House entwickelt wurde. Es heißt D-Table. Vor euch befindet sich ein echter Designertisch, der aus einer Vielzahl interessanter, funktionaler Elemente besteht. In seinem Ausgangszustand handelt es sich um eine unauffällige geometrische Figur. Mithilfe von speziellen Verbindungselementen, die in dafür vorgesehene Einschnitte hineingesteckt werden, können die Figuren geändert werden. Es stellt sich plötzlich heraus, dass der Tisch aus vier getrennten Elementen unregelmäßiger Form bestand. So verwandelt sich ein quadratischer Tisch mit nur einer Handbewegung in ein Dreieck. Das ist aber noch nicht alles. Entfernt man die Verbindungselemente, können die verschiedenen Teile des Tisches natürlich auch getrennt voneinander verwendet werden. Dieser Tisch kann also fast jede beliebige Form annehmen. Das bleibt ganz alleine dem Besitzer überlassen. Der Tisch basiert auf der Idee der Ergänzungsgleichheit von Figuren, womit sich zu Beginn des letzten Jahrhunderts der Mathematiker Henry Dudeney beschäftigt hat. Die Entwickler bezeichnen ihren Tisch als ein funktionales, dreidimensionales Puzzle.